So, heute werden alle Kunden glücklich sein. Piep. Ich hab's verkackt. Ja, ist der nicht süß? Ist der nicht süß? Ja, ist der süß. Oh mein Gott, ja. Du, kommst zu mir. Ja, oh mein Gott. Alarm, Alarm. Ich war vor kurzem noch Polizist. Ich krieg das mit. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause. Okay. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Flauschis Shop. Lan. Blub. So. Warte einmal. Ist das, haben wir jetzt auf einmal Musik hier? Moment. Oder ist das meine Musik? Es ist meine Musik, okay. Es klang auf einmal so nach Ingame-Musik. Wir haben kurz vor 8. Diesmal kann ich echt erst ab Punkt 8. Muss ich was einkaufen? Habe ich was im Lager? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe nichts im Lager. Ich habe nur ein paar Sachen. Euch geht's gut? Wasser streicheln. Streicheln. Ich habe eh kein Geld, also daher. So, 7,59. Öffnen. So. Attraktivität 19%? Wann ist das passiert? War das vorher nicht anders? Achso. Personal. Angestellte, du bist in Ausbildung. Dann du kommst bitte mal her. Aufgabe, Kasse. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ach ja, stimmt. Bunny Bonanza. Sehr, sehr teures Hasenfutter, aber das Bild ist so süß. Da kommt sie. Oh, Entschuldigung. Gerade wieder viel mit Husten. Oh mein Gott, schon direkt am Anfang dreckig hier. Ich hatte gestern noch überlegt, ob ich vielleicht auch direkt eine Putzkraft einstelle, eine Reinigungskraft einstelle, aber ich glaube, mein Geld sieht nicht so gut aus. Und je nachdem, wie viel Geld der heutige Tag bringt, wollte ich ja noch eine zweite Kasse machen. Und morgen ist auch der Heini wieder zurück. Was sagt denn jetzt hier, wo war das? 19%. Ach, wahrscheinlich, weil sie in der letzten Folge so langsam bedient worden sind, ne? Wow. Schnell, damit alles attraktiv wirkt hier. Ja, es wird langsam, ne? Schön aufpassen, falls jemand eine Frage hat. Mein Stern da oben ist wieder auf 0. Können die zurückgenommen werden? Ich dachte, ich habe einen gewissen Level. Finde ich ja jetzt nicht so toll. Ich würde den Tag gerne beschleunigen können, ne? Oh,
Oh, ich habe ein Däumchen geklickt. Ändert das was? Immer noch 19. Hm. Gott, was ist das? Einfach mal zur Seite getitscht hier. Da war ich zu schnell mit meiner Maus. Muss alles im Blick behalten, damit auf jeden Fall die Punkte wieder hochgehen. Ach, guck mal, der da hinten mag die Häschen. Willst du die vielleicht kaufen? Die sind voll süß. Ich kann auch von hier alles im Blick behalten. Ja, sind die aber süß. Ja, kauf doch einen. Ach ja. Kauf doch einen. Wieso hänge ich denn hier so? Kauf doch einen. Die sind so süß. Nein. Die sind so süß, habe ich gesagt. Ich hoffe, ich schaffe das alles noch heute. Ich muss diese Folge hier aufnehmen. Dann muss ich sie schneiden, rendern, auf YouTube schieben. Das alles, bevor die Peri wach ist. Weil wir dann auch noch was zusammen aufnehmen wollten. Und ich weiß nicht, ob das alles hinhaut. Ihr habt noch alles? Ihr seid brave Kunden, ihr macht nichts dreckig. Ah, es ist immer noch ein bisschen unliebevoll mit Sachen da reinpacken. Ah, hier kommen sehr viele Kunden. Musik. Musik? Ah. Und irgendwas wollte ich noch im Garten machen. Ich weiß nur nicht mehr was. Ich habe auch vergessen, von, lasst mich nicht lügen, ich glaube Mitte, Moment, jetzt ist Juni, Mitte Mai, den Stand von den Gartenbeeten zu schneiden und als Short hochzuladen, weil jetzt ist es schon viel, viel weiter alles. Ich glaube, ich habe auch noch ein Rocky-Video. Ist auch noch nicht fertig, ich komme einfach nicht hinterher. Es ist einfach zu wenig Zeit. Boah. Der Tag braucht viel mehr Stunden. Könnten wir doch eigentlich mal ändern, oder? Weil die Menschen haben doch auch die Zeit erfunden. Guten Tag. Mausbytes, ja natürlich. Okay. Mausbytes, hier. Vielen Dank. Okay. Wo war der andere mit der Frage? Also noch schneller konnte ich jetzt nicht sein. Wenn ihr gleichzeitig eine Frage habt, habt ihr Pech gehabt. Einer muss halt mal abwarten. Warum ist hier manchmal Minus? Manchmal Plus. Ich habe vorhin nämlich eine rote Zahl gesehen. Oder ist das das Wechselgeld? Oder bescheißt sie? Oder ist sie blöd? Ich meine, so wie sie da. Minus 140. Wie ist auch Stand da? Ist das ihr Gehalt? Das könnte ihr Gehalt sein, ne? Es ist ihr Gehalt. Okay, dann ist ja gut. Oh, guck mal. Du bist, bist ein bisschen müde, ne? Ah, Verwaltung, mach mal eine kurze Pause. In Hoffnung, dass hier keiner kommt. Oh no. Oh Gott. Okay, ich probiere das nochmal. Wir kriegen das hin. Hallo. Piep. 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 Das macht Geld. Danke. Wechselgeld 4, 2,
Scheiße, nein. Nee. Mach das mal wieder weg. Nein! Ah. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich möchte gern aufstehen. Hallo? Ich hab's verkackt. Kunden sind mit dem Zustand des Tieres nicht zufrieden. Ja, Entschuldigung, ich sollte das einfach lassen mit der Kasse. Wieso drücke ich denn auf 200? Kann ich wieder zurücklegen? Nee, kann ich nicht. Es sind doch 0... Hoch, nein, die Windows-Taste ist es nicht. Hier, sorry. Also, für dich ist gut. Ja, du findest es gut, ne? Nee, ich... Hier, bitte. Bitte geh wieder arbeiten. Scheiße. Heyo. Gut, ich meckere nicht mehr über die Fähigkeit meiner Kassierer. Wenn ich selber Minusgeschäfte mache. Macht, was ihr wollt. Ihr macht das besser als ich. Das reicht. Wir waren nämlich gerade in Panik an der Kasse. Achso, Zustand der Tiere. Oh mein Gott. Achso, reinigen gar nicht, aber einfach drauf. Ja, ist alles gut mit euch. Habt ihr mal 5 Minuten kein Wasser gehabt? Sagt denn hier meine Bewertung immer noch? Was soll denn das? Ich habe gesehen, ich habe hier gerade über den Einkauf. Sie hat ein Plusgeschäft gemacht mit ihrem Einkauf. Heyo. 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 Huch, nee, ist alles gut. Nö. Alles so schön grün hier, du. Wächst das schon noch hin? Hallo? Hey. Hi. Okay. Ja, nee, ich quatsch keinen Namen. Wer von euch? Scheiße. Ha, Gott sei Dank. Na. Wie brav diese Diebe hier dann stehen bleiben. Ich will mit dir interagieren. Sagte es. Wie konnten sie das tun? Du. Geh zum Auto, während ich nochmal die Wand angucke und dann hinterher komme. Steig doch von alleine ein und dann... Oh, ich habe gut Geld gemacht, ne? Zu Ladenschluss Hi. Wird das wieder kritisch. Hi. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Flup. Rein. Beide da? Nee. Oh, einer wurde gekauft. Yay, und ich hab's schon wieder nicht gesehen. Oh. Nee. Hey. Hi. Nee, ich wollte nix. Oh. Entschuldigung, junge Frau, dass ich innen drin stehe. Oh. Hat die Schulung abgeschlossen? Ja, das ist ja fein. Oh.
Shepherd, ja. Oh. Ich wusste nicht mehr, wie er hieß. Oh. Bunny Bonanza. Viel Spaß mit diesem Produkt. Oh, das geht ja gut weg. Ach Gott. Hm. Ob noch die zweite Kasse drin ist, plus Einkäufe hier. Ja, ist der nicht süß? Ist der nicht süß? Ja, ist der süß. Oh mein Gott, ja. Du, kommst zu mir. Ja, oh mein Gott. Ja, wenn er so süß ist, dann nimm ihn doch mit. Nimm ihn mit. Guck doch mal. Guck doch mal, wie süß er ist. Oh, er hat ihn mitgenommen. Den verfolge ich jetzt. Ich will wissen, wie teuer der Hase ist. Ich darf ihn nicht aus den Augen verlieren. Los, wisch, 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 wisch. Oh. Oh nein, jetzt hatte jemand auch noch eine Frage. Hey. Ja. Oh. Oh. Da hast du den Hasen drin. Kinder. Okay. Du machst jetzt keine Pause mehr. Du sind noch 40 Minuten. Ich glaube, takt. Ja, oh. Kauf alles, was du für ein Häschen brauchst, auch wenn ich nicht mehr alles hier so gut habe. Oh. Oh, guck mal, hier fehlt ein Dings. Ich weiß ja nicht. Also, ja, okay, es hat Löcher. Ne? Fühl dich nicht beobachtet. Bitte arbeite ganz normal weiter. Das sieht nicht gut aus, wenn sie die Hand an den Kopf hält. Das überlegt. Sehr gut. So, jetzt. Bunny Bonanza da gekauft. Ja, das braucht man für ein Häschen. Komm, Scanshot. Bei dem darf nichts falsch laufen. Der hat den Hasen. Den legt er nicht aufs Band, ne? Und der hat eine Katze. Hm. Und der hat einen Hund. Du hast ja alles hier. Oh Gott, mach schneller. Das Geschäft ist geschlossen. Ach du. Schneller, Loyalty. 2000 bringt der Hase, okay. Also das Doppelte von seinem Einkaufspreis. Ah. Oh. 2710. Hi. Die kriegst du noch hin, oder? Kann ich dich nur so ein bisschen noch beschäftigen? Damit du nicht wegläufst. Ja, wir sind ja wirklich fast ausverkauft. Okay, das lag da einmal. Dann habe ich doch noch irgendwas hier im Lager, aber. Moment. Konnte ich nicht irgendwo sehen, was ich im Lager habe? Sortiment auf einem Garn platzieren. Ah, guck mal hier. Kitty, Bunny, Hund. Kitty. Hier, kannst Feierabend machen, ne? Kannst nach Hause gehen.
Auf Wiedersehen. Muss ich noch... Ja, okay. Schließen macht er von allein, aber öffnen nicht. Dürfte nichts mehr da sein. Ne? Irgendwas ist noch da, aber gut. Also. Kaufe ich erst die Kasse? Vielleicht kaufe ich erst die Kasse. Ah, guck mal, ich kann ja auch den Winkel ändern. Das ist ja sehr schön. Hier und. Wo ist denn das hier? Noch eine Kasse. Mache ich die? So, hä? Hey, das geht gar nicht. Nee? Geht auch nicht. In einem Regal. Ah, wegen Platz. Hier. Dann gehen wir hier hin. So. Nee, das ist ein bisschen... So würde gehen, ne? Das geht, ne? Weil einmal links genau versetzt, da kommt sie rein, da gehen die Kunden hin. Da machen wir hin. So. Oh, wir haben ja echt noch gut Geld hier. Haben wir noch Regale? Die Uhrzeit geht aber weiter. Okay. Ausstellungsplattform. Okay. Die Dinge habe ich nicht, ne? Große Artikel. Achso, dafür habe ich die hübsche. Gut. Oh, Aquarium. Aquarium. Die Dinge habe ich. Haben. Hamstergehege. Okay, Dekorationen. Brauche ich das? Notausgangsschild? Kann ich auch hier draußen platzieren? Wieso? Gehört der Bereich draußen auch mir? Ich kann einen Baum platzieren. Kostet 400? Nee, ich brauche keinen Baum. Belüftung mit Gitterende. What? Wieso? Okay, erstmal Notausgangsschild. Drehen? Wohin drehe ich das denn? Nee, so. So, wir haben ja nur einen Ausgang. Das kostet ja nicht. Das sind... Wollt ihr mich verarschen? Das sind eure Lautsprecher. Das ist eine Lampe. Okay. So, Lautsprecher da. Im Eingang vielleicht noch irgendwo. Bei der Kasse. Ich weiß noch nicht. Sanitär brauche ich. Achso, kann ich eh nicht. Okay. Gemeinschaftsraum. Huch, nein. Geh mal wieder. Hä? Was ist passiert? Gemeinschaftsraum. Hier, du willst aber bestimmt eine Kaffeemaschine. Dann sind meistens die Mitarbeiter auch ein bisschen produktiver. Ich habe keinen Gemeinschaftsraum, liegt es daran? Okay, sorry, dann kein Ding für dich. Verkauf, da waren wir schon. Beleuchtung. Brot. Okay. Oh, vielleicht finden die Kunden dann die Sachen besser.
Warum? Ist egal. Leuchtet immer gleich. Ich hasse das, dass ich das jetzt nicht mittig platzieren kann, weil das vier Blöcke sind. Dann halt so. So. Eieiei, ist das hell. Aha. Ui, 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 ui. Kasse. Kasse. So. Fortsetzen. Also wenn jetzt noch jemand was nicht findet, ne? Jetzt kaufen wir noch ein. So, was müssen wir denn kaufen? Alter, das ist ja mega hell. Das ist ja furchtbar. Bah. Kann ich dir wieder verkaufen? Warte mal. Löschen kann ich. Ich kann sie sonst verstauen. So, pass mal auf. Eine verstauen wir da jeweils von und ins Lager packen. So. Leuchtet sie bis hierhin? Die leuchtet auch bis hierhin. Ist das so besser? Die da möchte ich noch weghaben. So. Notausgangsding, ja. Sieht gut aus. So, wir brauchen Katzenfutter, Mausbeiz, Hund. Wir brauchen alles, ne? Alles. Ich wollte gerade sagen, wo ist die zweite Kasse drin? Okay. Wo ist denn das? Hier. Hund. Puppy Puff Puffs. 10 Stück. 10 Stück. Oh, hier gibt es ja noch mehr. Katze. Kitty. Mausbeiz. Wie viel habe ich jetzt hier schon? 2,5, das geht. Hoppers Heaven. Bunny Monanza waren noch ein paar, ne? Machen wir mal nur 3. Kaninchenkäfige hatten wir nicht mehr. 4. Ja, kann immer noch. Bunny. Ohrentropfen. Vitamine für Kaninchen. Hier, was ist mit den Schüsseln? Das ist eine bessere Schüssel. Die sieht doch hübscher aus. Gibt es noch Geschirr für Kaninchen? Kaninchenhaus. Tragetasche für Kaninchen. Karottenspielzeug für Kaninchen. Da können wir auch mal ein paar von kaufen. Oh, das wird aber teuer hier. Gucken, ob das überhaupt alles geht. Kaninchenhaus, aber nicht 10-mal. Machen wir. Kann ich mir noch leisten, okay? Ich muss, glaube ich, jetzt aufhören wegen dem Gehalt von den beiden. So. Lieferung ist unterwegs. Oh, super. Schön mit den Schatten und mit dem Licht hier. Das ist jetzt nämlich nicht so hell. Das ist ein Lichtschalter vielleicht.
Was ist denn jetzt eigentlich mit der Musik hier? Okay, das eruieren wir noch. Umzug ins Lager. So. Dann haben wir hier. Nein, das haben wir nicht. Nicht. Das habe ich nicht. Doch, habe ich gekauft. Puffy Puffs. Puppy Puffs. Na? Das auch gekauft? Ja. Bunny Bonanza habe ich ein bisschen gekauft. Das ist ja große Käfig hier. So Kratzbomben, das haben wir nicht. Kaninchenhaus brauchen wir hier. Ohrentropfen. Oh, ich habe noch Puppy Puffs. Habe ich alles eingeräumt? Scheint mir fast so. Warte, habe ich nicht hier auch noch was? Da, guck doch. Oh, falsche Etage hier, aber naja. Alles weg jetzt? Nee. Weiß nun wieder nicht, warum, weshalb, wieso. Ja. Dann. Immer noch 19%. Platz kaufen. Okay. Nacht überspringen, bitte. Dann rufen wir mal ihn. Guck mal, hat sie von alleine dazu gelernt? Aufgabe Kasse. Scannerizer 3000. Zwei Stück, okay. Nein, nein. Okay, das ist deine Kasse. Und Laden öffnen. Könnten in der Zeit eigentlich auch die andere putzen lassen, ne? Das ist dann aber doppeltes Gehalt, ne? Oder kriegt sie das eh? Ja, komm mal her jetzt. Kann ich mich auf die Kunden konzentrieren? Ah, ich habe wieder eine 3 da oben. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, es stellt sich keiner hier an. Dann geht zum Licht. Ich habe doch geöffnet, oder? Ja. Hallo. Ah, sehr schön. Ich habe mir vorhin, weil ich ein bisschen müde war, so schnell einen Kaffee gekippt. Und jetzt ist meine Blase voll. Ich weiß, das interessiert euch wahrscheinlich eher weniger, aber egal, jetzt wisst ihr es. Natürlich, bitte folgen Sie mir. Großartig. Hier ist das Möhrchen. Ist voll süß. Ich dachte gerade, du wischst ohne Wischen. Oh, das ist aber... Das sieht ein bisschen anstrengend aus.
Uiuiui. Aha. Oh. Wie, was ist denn das für ein Dreck? Okay. Oh. Na, wie geht's denn so? Na, hier läuft's ja. Dann eruieren wir jetzt die Musik. Gut, als erstes mache ich meine mal kurz aus. So, Stille. Ist das jetzt gut? Ich höre sie nur auf dem linken Ohr. Wo genau befindet sich dieser Shop? Oh! Hallo! Sie haben eine Frage? Klar, einer ist noch da. Komm schnell! Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben mit den Lautsprechern. So. Hallo, Sie haben eine Frage? Kaninchenhaus, wolltest du? Ja. Ich mach mal kurz eine Pause. Ich mach die Musik mal ein bisschen leiser, ne? Und wie stellst du dich jetzt eigentlich an? Habe ich noch gar nicht geguckt. Oh. Hi. Hi. Hat sich durch die Schulung deine Stimme geändert? Oh. Oh. Oh, hallo. Oh. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das noch da haben. Haben wir. Jetzt muss ich mal eben selber hier. Was sieht denn eigentlich da aus? Was ist mit dir? Du, ach, guck mal, du musst jetzt auch mal in die Pause. Und... Aufgabe, Kasse, los. Ja, Kasse kommt. Kasse kommt. Bunny Bonanza, na klar. Oh, ich muss immer dringen, na pipi. Oh,
steht schon eine 4. Ich habe dich doch in Pause geschickt. Aber gut, dann geh halt arbeiten. Hoppers, ja, du stehst direkt daneben. Okay, kein Problem. Ach so, du bist nicht mehr müde. Okay. Ja, dann kassier halt. Kannst du ja machen. Das ist aber Happy Sunshine Musik, ja. Halt, stopp. Ja. Ich war vor kurzem noch Polizist. Ich krieg das mit. Hey. Motiviert euch, die Musik mehr zu kaufen? 22. Aber noch ist Geld nicht so viel wie beim letzten, wie den letzten Tag. Ich mach die Musik mal noch einen Tacken leiser, ne? Die ist mir ein bisschen zu übermotiviert. Mal gucken, wie ich das im Schnitt mache mit lauter, leiser, andere Musik und ah. Könnte auch hier so eine Aquarienwand machen. Ne? Ich hoffe, dass die Musik mir nicht hinterher angezeigt wird. Als hier darf sie nicht benutzen, Copyright und blablabla. Weil dann mache ich die wieder aus. Schmeiß die Lautsprecher raus. Obwohl diese Lautsprecher echt süß sind mit diesen Pfötchen, ne? Heute ist irgendwie nicht so viel los. Jetzt habe ich hier extra 2 Kassierer. Wir haben noch 3 Stunden geöffnet. Oh. Oh. Ihr wolltet doch vorhin eine Bunnyhäuschen sehen. Oh, guck mal, wie süß ist das. Mit der Öffnung, ja. 600. Hi. Hi. Oh. Oh. Ja, die Wand ist leer. Natürlich, bitte folgen Sie mir. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Gern geschehen, kein Problem. Oh, jetzt geht's los. Ja. Gucken, ob deine Schulung sich jetzt bezahlt macht. Oh, Schmutz. Alarm, Alarm. Das glänzt hier. Spiegeln sich die Lichter, so glänzt das hier. Spielst du hier noch rum? Oh, guck mal, mach mal kurz noch eine ganz kurze Pause. Ja, ja, ich weiß, deswegen habe ich Ihnen ja gerade Pause geschickt, aber ich weiß nicht, wie es bei ihr aussieht.
Entschuldigung, könntest du bitte wieder... Ach so. Gehst du gerade von alleine? Ja, fein. Du bist dabei. Ich stell wieder fit. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mitten im Scan-Vorgang passiert. Du machst es noch fertig, ne? Ich gerade in Panik sonst. Hey. Machst du jetzt bitte Pause? Oh. Danke. So, was suchen Sie? Ja, haben wir noch da? Haben wir noch da? Ja, 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 hier. Oh. Ja, kein Problem. Ja, okay. Oh, hallo. Ist schon wieder fit? Hey, was ist denn mit euch? Hey, oh. Aber es ist auch gut, weil bald ist Feierabend und dann kommen meistens noch viele Leute. Oh, Sie haben eine Frage? Ja, kein Problem, natürlich. Dazu so? Normal. Wie lange ich mir Dinge merken kann, ne? 2 Meter lang. Dann ist vorbei. Ich muss ganz kurze Pipi-Pause machen. Es tut mir leid, ich ertrage das nicht mehr. Sekunde. So. Die Musik ist einfach weitergelaufen, aber die Uhrzeit hoffentlich nicht. Oh, ich habe noch nasse Hände. Folgen Sie mir. Ich habe mich nämlich beeilt und trotzdem Hände gewaschen. Vielen Dank, bitteschön. Hey. 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 Puffy Puffs. Puffy Puffs. Hier. Nee, hier. Komm. Da, 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 da. 25. Oh, da jetzt sehe ich erst wieder das Geld da oben. Das ist ja fein. Hey. Oh, da hat jemand ein Häuschen gekauft. Sehr schön. Das war ein großer Karton für so ein Ding. Oh. Oh. Hallo? Ja, natürlich. Hier, komm mit. Der kostet auch viel. Komm schnell. Ja, bitte. Mausbytes, ja. Ja. Hier, haben wir noch ein paar. Oh. Schnell, wischiwaschi. Ja. Wir schließen jetzt aber, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Sehr geehrte Kunden. Bitte nehmen Sie jetzt Ihren letzten Kram und gehen Sie zur Kasse. Da stehen 2 Reihen. Hier stehen 2. Okay. Ihr teilt euch also auf. Da-da-dam! Die Musik ist aber noch sehr laut. Die ist überall sehr laut. Ich könnte auch die draußen welche machen, oder? Das
10.000. Noch nicht. So, heute werden alle Kunden glücklich sein. Keiner wird vergessen. Keiner hat ein Paket hingeworfen, oder? Nee, guck mal. Beide Kassierer einfach jetzt top. Das könnte doch so eine Disney-Musik sein. So, du kannst schon mal gehen. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause. Okay. Du auch. Auf Wiedersehen. Ja, das wäre eine schöne Schlusssequenz, aber ich fülle noch eben auf hier. Mal noch eine Bestellung. Wir haben ja Geld. Wir haben ja Geld. Also, Kitty Palette. Palade, was auch immer. Mouse Bites. Und Hoppers Dingens da. Also, Kitty Late, Mouse Bites, glaube ich, war auch. Ich hab, ne, ich kann mir Sachen sehr gut merken. Da glaube ich ein bisschen. Machen wir mal so. Hopper-Ding. So. Bunny Bonanza. Ein paar. Ich könnte auch mal wieder Kratzbäume kaufen, ne? Guck mal. Wo ist denn das? Katzentoilette. Ist das was? Katzentoilette. Katzenstreu. Ja, eigentlich auch, ne? So, hier aber. Kratzbaum. 500. Oder den hier oben. Der ist cooler, ne? Ist teuer. Jetzt sagt der Korb 6.000. Okay. 2. Bunny Bonanza, ich glaube 3. Da sind, da unten sind noch 2 Ohrentropfen. Machen wir nur 2 davon. Gibt keinen Napf mehr. Was haben wir denn hier noch so? Vitamine für Kaninchen könnten wir auch mal tun. Ist das große? Ist das große? Nee, das ist das hier, ne? Kaninchenschüssel. Kaninchenhaus. Das ist noch eins, ne? Ja, 3. Was sagt der Korb? Oh, okay, jetzt ist gut. Tudum. So, jetzt räumen wir noch fix ein. Und dann machen wir Ende Gelände hier erstmal für heute. Könnte sein, vielleicht schmeiße ich noch irgendeinen anderen Simulator nächste Woche dazwischen. Aber vielleicht mache ich auch hier von Folge 4 dann. Ich glaube, wir sind jetzt bei 3. Lasst euch überraschen. Umzug ins Lager. Auffüllen. So, hier kommt habe ich nicht Kratzbaum geholt hier? Verstehe ich jetzt nicht so, aber gut, dann kommen jetzt hier halt Katzen. 2. Es passen nur 2 da rein.
diese Größenverhältnisse, irgendwie schreibt mir das komisch. Das Sortiment abfüllen. Geht das ja auch? Sehr schön. Auffüllen. Auffüllen. Haben wir ihn hier noch so. Ja, dann machen wir hier noch Katzentoilette hin. Katzenstreu. Warte mal. Nee, Moment. Das müssen wir doch anders machen. Dann kommen hier die Vitamine für Kaninchen. Dann doch da rein. Oder hätte das da rein gekonnt? Ich weiß nicht. So, hier kommt die Katzentoilette noch hin. Was haben wir denn hier noch so? Hier nix. Hier auch nix. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Was habe ich jetzt hier geguckt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja. Aber lass mich raten, hier ist trotzdem noch ein Karton. Ja. Was auch immer da drin ist. Ja, für niemanden, aber egal, wir kaufen keinen neuen Hasen. Tja, was kostet Streu so? 210? Kann ich mich hinhocken eigentlich? Was ist das für eine Funktion? Ich kann mich ein Stückchen größer machen? Laufe ich sonst gebückt oder wie? Wenn ich einen Knopf drücke, dann streckt er sich. Wenn ich Alt drücke, ist das, damit ich hoch in Regale gucke? Was ist das für eine Funktion? Ich würde gerne hüpfen, aber das ist kein Hüpfen. Ich strecke meinen Hals. Okay. Gut. Ich hinterfrag das nicht. So. Ich hab alles, denke ich. Hase und Katze. Als Katze, was kostet denn das? Uiuiui. Ein Kaninchenkäfig kostet mehr als eine Katzentoilette. Obwohl, ja, könnte. Schon so lange her. Vitamine für Kaninchen. Ja, okay. Gut. Dann mit der Karibikmusik hier halt so. Nacht überspringen. Was ist das da für ein Orb? So. Speichern. Lup. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit neuer Fancy Musik. Okay, schreibt, was ihr davon haltet. Gerne in die Kommentare. Dann, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, was da manchmal los ist. Gut, ich hatte zu viel Kaffee, es tut mir leid. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, tschüss.